Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute ist es endlich soweit und zwar es kommt zu der Saison 2017-18 mein Rückblick bzw. ein Zusammenschnitt, wie die letzte Saison auch schon. Und bevor das Ganze losgeht, möchte ich einmal, wie letzte Saison auch, meine drei Highlights der Saison erzählen. Auf jeden Fall die Auswärtsfahrt nach Dresden, weil das war meine allererste Auswärtsfahrt mit dem Fanladenbus. So, und das muss man auf jeden Fall mitgemacht haben. Dann das zweite Highlight war das Trikotpatentreffen mit Yiyong Park diesmal. Und ich muss sagen, er ist wirklich sehr nett. Also ich habe ihn auch schon vorher ein paar Mal getroffen und mich mit dem schon unterhalten gehabt. Ja, das Trikotpatentreffen an sich war wieder mal sehr aufschlussreich. In dem Punkt, dass die Meinung der Fans, ob es nun männlich oder weiblich ist, komplett auseinandergehen können. Also auf jeden Fall an dieser Stelle, ja, Grüße gehen raus an alle, die da waren. So, und mit denen ich noch Kontakt habe auf jeden Fall oder beziehungsweise dadurch kennengelernt habe. Beim Trikotpatentreffen waren auf jeden Fall folgende Spieler dabei. Also logischerweise Yiyong Park, dann war Hervi noch dabei, das war auch wunderschön. Sobich war dabei, Jerry Duziak war da und ich überlege gerade, habe ich noch jemanden vergessen? Ja, Richie Neudecker, genau, der war auch noch dabei. Also super liebe Jungs auf jeden Fall. Genau, und das dritte und letzte Highlight war auf jeden Fall die Choreo am letzten Heimspieltag, also das war der 33. Spieltag, genau, und da habe ich unserem Edelfan Nico geholfen bei der Choreo, auch mit den Farben aussuchen, und dann letztendlich auch am Spieltag selber die Choreo so vorbereiten und hinlegen, dass das alles seinen Gang geht und dass die Utensilien, die dort benutzt worden sind, perfekt eingesetzt werden konnten. Das war auch richtig heftig so vom Aufwand und ich muss sagen, ich bin richtig stolz auf ihn auf jeden Fall, dass er das alles so toll alleine gemacht hat und sich das alles alleine ausgedacht hat. Ja, wie gesagt, ich habe ihn da nur ein bisschen unterstützt halt, aber sonst hat er das alles komplett alleine gemacht und ich finde, dass, ja, sowas macht dann halt auch die Fans aus einfach so. Und die Choreo, die war richtig mega schön an dieser Stelle noch. Ja, und jetzt habe ich genug geredet, glaube ich. Ja, lasst euch einfach ein bisschen, ja, wie sagt man das, verzaubern ist jetzt das falsche Wort, aber egal. Ja, genießt vielleicht einfach so ein bisschen den Zusammenschnitt, je nachdem wie auch immer. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal. Wenn euch der Zusammenschnitt gleich gefallen hat, dann dürft ihr da draußen selbstverständlich gerne dementsprechend eine kleine Bewertung dalassen. Und wenn ihr, wie jetzt vorausgesetzt, keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann dürft ihr mich zum Schluss auch noch selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Zusammenschnitt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.